Und weiter geht's mit Tag 10. Unsere Stahlaxt ist fertig. Klar und sonnig, perfektes Wetter für das Luau. Die Festivität findet am Strand statt, beginnt zwischen 9 und 14 Uhr. Sei rechtzeitig da. Hallo Eldoron, ich habe einen Artikel über dich in der Zeitung gesehen. Sieht so aus, als wäre das ländliche Leben ganz gut für dich. Ich bin so stolz auf dich. Pass auf dich auf, mein Schatz. Alles Liebe, Mama. Eldoron, hab deinen verlorenen Gegenstand gefunden. Sei beim nächsten Mal vorsichtig, Marlon. Ach so, ja, danke. Hallo Eldoron, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil, also sei bitte höflich und zuvorkommend. Wow, wirklich. Okay, kommt zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand, Bürgermeister Louis. Ich dachte, wir hätten fast noch einer. Gut. So. So, du da. So. Ich nehme mal ein bisschen Kupfer und ich nehme mal jede Menge Holz. Und sage mal, wir machen 1, 2, 3, 4. Sechs wären mir jetzt lieber gewesen, aber naja. Ein Kupferbarren können wir da wieder reinpacken. Hallo. So, und wir kriegen ja noch ein paar Kupferbarren, dann könnten wir noch den letzten da auch machen. Wir haben immer noch keinen Hühnerstall, ne? Es ist nicht gut. Das ist echt. Ach, wir haben die Pilze gestern gar nicht mehr eingesammelt. Verdammt. Ich hab noch ein bisschen Geld gegeben. Nein, kein Pilz essen. Erst nach Feierabend. Jo, wauzi, wauzi, wauz. Und du kriegst auch noch ein bisschen Wasser. So. Das sieht hier aber schon echt gut aus. Müssen die Tomaten sein, glaube ich, ne? Hallo, richtig gießen. Oh, sehr gut. Wir haben da unten wieder was für ein Wasser. Für unsere, genau. Für unser Gemeindezentrum. Eine Wolke über uns rüber. Oh, ist unsere Kaffeebohnen, sind die schon fertig? Tatsächlich. 4 Stück kriegen wir. Ich glaube, die sind jetzt fast jeden Tag oder so erntbar. So, ihr braucht noch. Dann kommt als nächstes der Weizen hier noch dran. Du nach da. Du nach da. Du nach da. Und die Kaffeebohnen auch erstmal. Und euch können wir nach da packen. Jetzt holen wir erstmal unsere Axt ab. Oho, was haben wir denn hier?
Stadt, bitte. Dankeschön. Eine Stahlachs. Nichts. Ach so, dann können wir von hier aus laufen. Ich wollte einmal oben Richtung See. Eine Joja-Cola. Mein 13 Energie. Naja. Ich war jetzt gerade am Überlegen, ob man sie wirklich trinken sollte oder ob man zu Joja einfach sagt, hör mal, die gehört genau dahin, wo ich sie hergeholt habe, nämlich im Müll. Dimitrios, sag mal Hallöchen hier, wo du abhaust. Du brauchst vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen. Du baust vermutlich eine Menge interessanten Pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Eine Hüter. Ist auch immer das Gleiche, was die erzählen. Luis, ich muss vorsichtig sein, wenn ich mit Fremden rede. Die meisten Leute mögen keinen wilden Mann. Ich glaube, den Stör kann man ja immer fangen, ne? Ein bisschen unseren Angelskill hochbringen schadet auch nicht. Na, was haben wir denn da? Ein Stör. Könnte ein Karpfen sein. Oh, nee, ein Kaulbarsch. Karpfen sind, glaube ich, ein bisschen aktiver, ne? Kommt man eigentlich, wenn man die Trainingsangel benutzt, auch Skillpunkte? Also kann man damit einfach auch schneller skillen, weil es einfach alles einfacher ist? Ich sag mal, das große Problem, was wir haben, ist, dass die überhaupt erstmal anbeißen müssen, ne? Das ist ja das große Problem. Nicht, dass wir Na gut, einige kriegen wir auch nicht gefangen. Guck mal, wird das jetzt hier noch was, oder? Genau, Luis, das denke ich mir auch. Ja, supi, jetzt war ich abgelenkt. Wahrscheinlich hat sich das irgendwie eventmäßig überlagert. Ein Schatz? Das könnte aber ein Karpfen sein, oder sowas. Nee, eine Regenbogenforelle. Aber die brauchen wir nicht, ne? Und ein Schatz. Na, was fangen wir diesmal? War das Regenbogenforelle? Gibt es auch nur jetzt zu der Jahreszeit? Haben wir die doch schon abgearbeitet. Gucken wir, ob wir gegen Ende des Monats vielleicht nochmal so eine richtige, oder zur Jahreszeit, eine richtige, Angelaktion machen. Dann haben wir ein bisschen mehr Skillpunkte. Vielleicht können wir uns auch die neue Angel dann schon kaufen. Das wäre natürlich cool. Dann könnten wir gucken, dass wir den Kugelfisch noch fangen können. Das könnte ein Stör. Boah. Das könnte tatsächlich ein Stör sein. Das könnte ein Stör sein. Jawohl, das ist auch ein Stör. Dann haben wir den auch noch einmal. Zum Verkaufen nehme ich. Das war jetzt meine Absicht. Und dann können wir. Ist das eigentlich hier oben? Hier mal so ein bisschen aufräumen. Hier oben vielleicht das Ganze mal auch so ein bisschen als Holzplantage zusätzlich nutzen. Ist ja trotzdem wachsen, ne? Also hier oben.
Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir Platz finden. Guck mal, was ich da sehe. Einfach mal auf den Gleisen stehen bleiben. Ein Buch. Ein Buch ist immer gut. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal Richtung Wald. Und uns da Hardwood holen. Das müssen wir jetzt eigentlich in unseren täglichen Ablauf mit reinbringen, damit wir genug sammeln können. Was sagt denn... Okay, du kannst weg. Dann können wir die Pilze direkt mitnehmen. Die wir schon abgeerntet haben. Ich könnte dich hier mal wegpacken. Also wegkloppen. 2 Hardwood nur. Oder das wird so eine Sammelaktion, ne? Brauchen das Ganze ja zum Bauen und zum Basteln und noch fürs Gemeindezentrum und. Leben. Naja. Bin mal gespannt, für was wir Leben noch alles brauchen. Ich habe nämlich eigentlich nur das Silo im Kopf. Schauen, wie viel kriegen wir hier raus? Acht Stück. Der verwunschene Wald, oder wie der hier auch immer heißt, oder der verzauberte, verhexte, ver... Weiß ich nicht. Oh! Wir sind voll. Wir waren voll. Den brauchen wir nämlich für Office-Gemeindezentrum. Ja, hervorragend. Ich weiß, dass mein Inventar voll ist. Ich bin hier auf den Keks. Okay, dafür hatten wir noch Platz. Oh, ach so, weil wir schon einen hatten. Können wir die Schleime auch direkt mitnehmen? Dann könnte ich die Algen mal einfach essen. Kriegen wir ein bisschen Energie zurück. Und wir können nämlich das Harz mitnehmen. Später für Dünger. So. War das jetzt hier unten? Gab es hier auch noch welche? Ja, hier unten gab es auch noch welche. Sehr gut. Aber schon mal 22 Stück. Ich glaube, das würde zumindest fürs Gemeindezentrum reichen. Oh, warte mal. Geh mal zurück hier. Okay, du bist jetzt wieder eine andere Qualität. Naja, egal. Ich weiß gar nicht, für was man das noch gebrauchen kann. Vielleicht irgendwie mal zum Kochen oder so? Möglich wäre es auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal. Dann machen wir hier den erstmal weg, ne? Wie sieht es hiermit aus? Sehr gut. Wir kriegen kein normales Holz eingesammelt mehr. Okay, so, was wird jetzt hier verkauft? Du. Dich verkaufe ich auch einmal. Du gehst einmal nach da. Du wirst verkauft. Die Cola-Dose kommt nach da. Du kommst nach da. Hardwood kommt nach da. Wirst auch verkauft. Du kommst nach da und du kommst nach da. Sieben. Sechs.
4, 3, ja, trotzdem noch? Was? Ja, wir können jetzt direkt ins Bett gehen. Es ist so langsam. Ach ja, man wird ja sogar noch durch den Gras langsamer. Durchs Gras langsamer, so. So. Ach, verdammt. Nur noch 144 Holz? Boah, war gerade viel ausgegeben. Na und? Okay, dich hatten wir schon. Spring zur Seite, genau. Und wir haben gar nicht mal viel gemacht. Cool.